Hola Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Evolver. Wir sind ja als Jäger unterwegs. Mach mein Typ da. Was macht mein... Alles klar mit dir, Junge? Ich spiele Jack. Ich habe das noch nie gesehen, was Jack hier gerade gemacht hat. Das hat mich verstört. Wir spielen Jack. An unserer Seite ist Markov, Lazarus und Tech Sergeant Hank. So, ich weiß die Namen noch alle. Leute, wie ihr im Titel schon gesehen habt, das ist kein Clickbait-Titel. Das ist wirklich... Da ist was Echtes dran, ne? Ich glaube, ich nenne das Ganze das Ende von Evolve. Ich bin mir gar nicht sicher. Fucking... Deswegen ist das Ende, weil immer dieses Steam-Menü auftaucht, das mich so aufregt, weil ich muss den Ton leiser machen, weil heute wird mein Freund. Okay, so passt. Okay, so, so weiter geht's. Leute, Folgendes ist passiert. Das ist jetzt, glaube ich, schon eine Woche her ungefähr. Also sind jetzt nicht die top aktuellen News und vielleicht habt ihr schon davon gehört, aber ich dachte mir, ich rede trotzdem nochmal drüber, weil Evolve ja eines der größten Projekte auf diesem Kanal ist. Und deswegen finde ich ganz wichtig, dass man darüber redet, dass dieses Spiel nicht mehr weiterentwickelt wird. Es ist Folgendes passiert, für alle, die es verpasst haben. Turtle Rock, das Entwicklerstudio, das einfach nicht aufgeben will hinter dem Ganzen, ist nicht mehr an der Entwicklung von Evolve beteiligt. Das wurde von dem Publisher 2K so ein bisschen beschlossen. Die haben gesagt, es gibt keine Kohle mehr, weil das Spiel einfach keine Kohle abwirft. Ich denke, das ist einfach der Grund. Und das ist auch ein logischer Grund, wenn ich ehrlich bin, weil, ganz ehrlich, Leute, so geil es auch ist, dass sie weitergearbeitet haben und dass sie immer wieder neue Adaptionen raus... Ich weiß übrigens nicht, wo ich hier rumrenne. Mein Freund, wo laufen wir hier rum? So cool das auch ist, dass dieser Eiszeit-Behemoth gekommen ist und diese anderen Adaptionen... Ja, mein Freund, wo bist du denn? So, hier. Fake Dead. Das war alles schon so... Also... Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr wirklich dran geglaubt, dass sie damit das Spiel noch retten, weil das Spiel war einfach, also Evolve war einfach eine Marketingkatastrophe und da kannst du einfach nichts mehr dran rütteln. Egal was du machst, solange das Spiel sich nicht grundsätzlich ändert, wird sich die Meinung der Leute nicht ändern und das halt einfach auch zu Recht, muss man sagen, weil das, was Evolve gemacht hat damals, war so dumm und ja, also es war einfach ein riesiger, dummer Fehler. Und Turtle Rock hat versucht, irgendwie noch so am Boden rumgekrabbelt, halt beim Ertrinken. Und hat versucht, da noch rauszukommen und irgendwie noch Geld rauszubringen und einfach noch Arbeit zu haben. Aber ne, Leute, ganz ehrlich, da war nicht mehr viel zu holen. Und sie haben die DLCs zu Ende gemacht, sie haben den Season Pass zu Ende gemacht, haben dann das ganze Free-to-Play gemacht, haben dann noch weitergemacht und so, aber... Das war, also, es hat sich schon so angedeutet, dass es einfach nichts mehr Großes wird. Das war sogar für einen Free-to-Play-Titel, spielen das nicht so viele Leute. Also gerade, als ich geschaut habe, um ungefähr 21 Uhr ist das, glaube ich, zu Zeitpunkt der Aufnahme, 1000 Leute oder so, ist nicht wirklich, ich meine, es ist besser, als Evolve zu seinen schlechtesten Zeiten hatte, aber trotzdem, es ist nicht gut. Und fällt übrigens gerade auf, dass ich der Trapper bin, richtig. Bin ich Trapper oder bin ich so? Ich weiß, wer ich bin. Ich meine sowieso, egal, weil in Stage 2 gibt es eigentlich gar keinen Trapper mehr, aber ich bin der Trapper tatsächlich. Oh mein Gott. Okay, so. Ja, ich war gerade mit Regen beschäftigt. Da vorne ist er. Wir haben den gleich. Und ja, von daher war es jetzt irgendwie keine so krasse Nachricht, dass jetzt einfach nichts mehr kommt. Beziehungsweise, wir wissen ja gar nicht, ob nichts mehr kommt. Vielleicht macht der 2K selber weiter. Das kann natürlich auch sein. Aber, also... Also bevor man da jetzt noch weitermacht, finde ich, sollte man einfach einfach 3 Jahre lang oder so am neuen Evolve arbeiten. Fertig. Also das ist nur meine Meinung. Ich weiß, da sind viele bestimmt so traurig drüber, dass da nichts mehr kommt und so. Aber nee, da muss man einfach irgendwann, muss man einfach aufgeben. Und das ist jetzt, glaube ich, genau der richtige Zeitpunkt. So, das ist das Monster. Warum erwischt das denn keiner eigentlich? Fake Dead ist genau dort. Naja. Und bevor ich jetzt frage, was jetzt hier auf dem Kanal passiert mit Evolve, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also, ich... Okay, jetzt zuerst mal gekämpft, Leute. Da reden wir beide drüber. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Ich weiß nicht, wie wir das machen wollen und wie es weitergeht. Aber was ist mit dem hier los? Das ist schon wieder so ein... Oh mein Gott, das ist schon wieder so ein komischer... Warte, der haut das Ding im Boden. Bap. Und jetzt mache... Was hast du? Kamehameha-Move. Was bringt das? Der Move ist so kacke, ich hasse diese Fähigkeit. Schieß einfach auf den. Also ich bin so an Titanfall gerade gewöhnt, mit der ganzen Steuerung, dass ich echt... Kann ja gar nichts, ey. Der kann ja gar nichts, mein Freund. So, warte.
So, jetzt bringt das vielleicht was. Nein. Ey, dieser Move ist so crap einfach. So, Hashtag Team Raphonix. Junge, du musst kämpfen. Ey, nicht jetzt hier in die Falle reingehen. Wie lange ist die Arena noch online? 1.14. Oh oh. Oh oh. Warte mal. Und haust ihn im Boden. Bap. Okay, sehr gut. Nee. Ach so, er ist raus. Die Arena ist down. So. Ich muss ganz ehrlich sagen, Leute. Evolve war ein sehr geiles Projekt. Und aber hauptsächlich wegen euch. Also, das wirklich. Es war mit euch richtig geil. Ich habe das Spiel privat kein einziges Mal mehr gespielt. Nicht weil ich es nicht mochte, nicht weil ich jetzt das Spiel nicht mochte, aber einfach weil es geilere Spiele gab. Also Evolve ist wirklich, ich bleibe immer noch dabei, dass es ein gutes Spiel ist, nur dass es halt viele kleine Fehler sind. Es fühlt sich so ein bisschen an wie Titanfall 1. Das ist eigentlich ein ziemlich geiler Vergleich. Titanfall 2 ist so geil. Ich zock das so viel, weil die einfach alles genommen haben, das Prinzip aus Titanfall genommen haben und einfach perfektioniert haben. Und die Wolf hat ein geiles Prinzip, aber sie haben einfach nicht wirklich viel draus gemacht. Es gab, also ich frage mich immer noch, ob dieser Modus hier wirklich die richtige Idee für das Spiel ist, weil hier ist kein Jagdfeeling. Und das Geile an dem Wolf ist doch eigentlich, dass man Monster jagt und dann kämpft und nicht einfach nur kämpfen. Weil dann kann ich auch Shadow Warrior, Borderlands, was auch immer zocken. Da ist dieses 4 gegen 1 nicht mehr so besonders, finde ich zumindest. Man müsste einfach, also meiner Meinung nach, so ein kleiner Pitch für Turtle Rock. Macht ihr Wurf 2, ich werde erstmal fangen. So, mein Freund, der ist so schlecht, ey. Was macht dieses Monster? Das Monster will, glaube ich, dass wir hier gewinnen. Oder ist es so ein verzweifelter Entwickler, der gerade die letzten Stunden hier vor diesem Spiel genießt. Macht ein Spiel, das so ein bisschen wie eine Jagdsimulation ist, nur in einer arkadigen und spaßigen Art und Weise. Weil sowas gibt's auch noch nicht. Sowas gibt's auch nicht auf dem Markt. Es gibt so ein paar Jagdsimulationen, aber sowas wie Monster Hunter als Shooter, ganz einfach. Sowas wie Monster Hunter als Shooter, wie geil wäre das denn? Jetzt mal ehrlich. Also Monster Hunter ist ja so ein bisschen wie Dark Souls. Ich finde, es ist extrem wie Dark Souls und ich finde, dass Dark Souls sich da nichts abgeguckt hat. Ich glaube, Monster Hunter war davor da. Bin mir ziemlich sicher, dass Monster Hunter länger existiert als Dark Souls. Und Dark Souls hat da viel nachgemacht. Nur Monster Hunter hat noch diese ganzen Jagdelemente. Und wenn man das jetzt nimmt, kombiniert mit so Borderlands-Shooter-Zeug, ganz viele Waffen, verschiedene... Leute, wir gewinnen das schon. Das wird eine Mini-Folge. Es tut mir leid. Mein Freund! Was war denn das für ein Monster? Jetzt mal ehrlich. So schlecht. Das war richtig... Nein, das war ein schlechtes Monster. Fake Dead. Gib einfach zu, es war ein ganz schlecht. Können wir schreiben? Okay, ich lasse es sein. Aber... Worauf ich hinaus will, ist, dass ich Evolve bestimmt nochmal ab und zu zocken werde. Also vor allem, ich habe schon ein paar Ideen. Also ich will jetzt auf jeden Fall in der nächsten Folge, Leute, wird es einen schönen Rage geben. Über YouTube-Sachen. Da freue ich mich schon richtig drauf. Also das bleibt hier alles noch. Aber es wird jetzt kein Projekt sein, dass ich irgendwie alle paar Tage oder jede Woche raushaue. Sondern einfach mal so. Weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ihr könnt mal ein bisschen in den Kommentaren eure Meinung raushauen. Es ist das erfolgreichste Projekt auf meinem Kanal, deswegen will ich es eigentlich nicht vermissen. Aber ohne neuen Content... Brauchst gar nicht suchen, mein Freund. Ohne neuen Content. Und ich bin auch ganz ehrlich, Evolve Stage 2 finde ich nicht so geil wie Evolve Stage 1. Oder wie es Standard Evolve. Und man kann auch nicht mehr zurück. Was auch nicht so geil ist. Und ja, also... Es ist schade. Es ist echt schade. Aber vielleicht kommt ja irgendwann Evolve 2. Ich bin gespannt, Leute. Haut rein. Es wird auf jeden Fall eine Folge kommen. Also, das Projekt ist nicht beendet, okay? Also, es kommt noch was. Aber ich weiß nicht, ob nicht dann irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo ich einfach sage, meine Festplatte ist voll. Und die ist voll. Die ist wirklich voll. Meine SSD ist so voll. Und dieses Spiel hat, glaube ich, wie viel? 40 GB oder so? Oder noch mehr? Ich weiß, es hat richtig viel GB. Also, vielleicht werde ich es irgendwann einfach deinstallieren. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber ich werde auf jeden Fall, ich freue mich jetzt auf die nächste Aufnahme. Ich werde jetzt direkt in die Spielsuche hier gehen. Das Video kommt für euch demnächst raus. Ich nehme es jetzt direkt auf. Es wird ein schönes Rage-Video über ein Bullshit, über YouTube-Bullshit. Und der Titel wird sein, irgendwie YouTube-Kinderarbeit. Leute, freut euch drauf. Das wird ziemlich abgefuckt.
Und ich hoffe, ich kann damit was erreichen. Haut rein, Leute. Bis dahin. Ihr Wurf ist nicht ausgestorben, aber schade für Turtle Rock. Sehr schade. Haut rein, Leute. Ciao.